Endlich kann ich mal mit einer positiven Nachricht anfangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute begann die große Islamkonferenz unter Leitung von Wolfgang Schäuble, unserem Innenminister in Berlin. Und das erste positive Ergebnis, und das ist wirklich ganz, ganz großartig. Die Islamkonferenz möchte sich gemeinsam in Berlin die Oper Idomeneo anschauen. Und ich glaube, egal welchem Kulturkreis Sie angehören, ja, egal wie archaisch die Strukturen sind, in denen Sie zu Hause leben, die Oper Idomeneo, die kurzfristig aus dem Spielplan genommen war, weil der Hauptdarsteller, glaube ich, heiser war, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, die wird jetzt einen Run erleben, einen Boom. Ich glaube, Tausende, Millionen werden sagen, läuft denn der Terror-Musical noch? Idomeneo war für mich die Verschiebung von Idomeneo der zweite große Schock in dieser Woche nach dem Abschied von Wolle Petri. Das muss ich wirklich sagen, musikalisch. Und ich habe gestern Abend festgestellt, wir sind ein Volk von Opernsüchtigen. Es haben sich wirklich Leute entsetzt über die Verschiebung der Oper geäußert, die bisher eher so wirken, als sagten, Idomeneo, das ist so der Hund von Asterix, oder? Ich habe heute Abend hier Glück, ein Publikum von Opernsüchtigen. Abonnement in Verona. Ja. Und zwei Herrschaften, die gesagt haben, selten so gut geschlafen wie Hänsel und Gretel. Man muss ein bisschen husten. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Aber ich ziehe durch, damit man zu Hause sagen kann, Donnerwetter, Donnerwetter, bei allem, was man gegen ihn haben kann. Aber ich habe ihn einmal gesehen, er war sehr erkältet, hat trotzdem weitergemacht. Wow. Dazu ist die Konkurrenz zu groß, meine Damen und Herren, in unserer Branche. Denn wir haben hier auch heute Abend im Publikum Herrschaften, die waren schon beim Kochduell. Sie erinnern sich damals, kurz nachdem Bismarck eingeschult wurde. Das kochte sehr erfolgreich. So, jetzt Schluss mit diesen heiklen politischen Themen. Man muss sich auch das Recht rausnehmen, in einer solchen Show ein bisschen boulevardesker, ein bisschen leichter, ein bisschen verspielter zu werden. Kommen wir zum Thema Adolf Hitler. Ich meine nicht die negative Seite, dieses politische, das gehört jetzt nicht her. Ich meine den Maler. Es wurden jetzt in England, wo man irgendwie in künstlerisch noch sehr zu verfolgen scheint, zwei Bilder von ihm versteigert für 170.000 Euro Landschaftsbilder. Ja, Landschaftsbilder von Hitler gemalt, also im Grunde ja, Raum ohne Volk. Gepinselt? Ich weiß nicht, wie die Bilder aussehen. Ich habe gehört, die Landschaften sehen ein bisschen so aus, so, ja, wie die Gegenden, wo NPD gewählt wird. Ja, ich habe die Bilder gesehen. Schon gehört, wir haben dramatischen Lehrermangel. Früher hieß es, Lehrer finden keinen Job, jetzt haben wir zu wenig Lehrer. Ich habe das gemerkt am letzten Wochenende, ich habe zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Parkplatz gekriegt bei IKEA. Hier in Köln. Hier in Köln ist der Lehrermangel so schlimm, die Schüler verprügeln sich schon gegenseitig. Dann, denn wir lassen den einen Gag weg, den können wir morgen machen. Was ist der Unterschied zwischen Paris Hilton und Claudio Pizarro? Ja, das ist die umgekehrte Version, weil neulich habe ich Ihnen ja diesen Jürgen von der Lippe gegangen, den ich mich nicht mehr erinnern konnte, die Pointe erzählt. Ja, jetzt können Sie die Pointe selber ausdenken, wir hatten keine, verstehen Sie? Aber Sie haben es hier gemerkt, Paris Hilton, Claudio Pizarro, das wirkt schon an sich. Ähnlich gut, dass es nur per Namen als Lacher funktioniert, ohne jeden Witz, ist nur Rainer Kallmund. Aber meine Damen und Herren, wir gratulieren einem der ganz, ganz, ganz Großen der Showbranche zu seinem, man glaubt es kaum, 75. Wiegenfeste. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag, Freddie Quinn. Der Junge von St. Pauli.
Und ich gehöre zu denen, ich habe noch Singles von Freddy zu Hause. Echt? Singles. Und für mich persönlich, aber lieber Freddy, Sie sehen das vielleicht anders, der größte Erfolg von Freddy Quinn war Junge, komm bald wieder. Riesenhit, über 20 Jahre vor den Village People.